Meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Jo, wir sind zurück im Punjab, auf dem Weg zur Großmacht, hoffentlich. Wir haben einen Haufen Fabriken bereits im Punjab. Punjab ist überhaupt ein Wahnsinn, dieses Gebiet. Wir sollten vielleicht noch irgendwas reinbauen. Nachdem wir jetzt die Kleiderfabrik haben, sollten wir vielleicht auch eine Luxuskleiderfabrik noch reinbauen. Die können wir uns allerdings nicht leisten, sehe ich gerade. Ja. Okay. Hallo Geld. Ah ja, da kommt es wieder. Na gut. Ja, außerdem. Wo ist Russland? Russland. Beziehungen verbessern. Wir wollen super gut Freund mit euch sein. Wir lieben Russland. Soll uns helfen gegen die bösartigen, widerwärtigen Engländer. So. Achso, mach einfach weiter. Und Staat und Regierung haben wir auch bald. Das heißt, wir können vielleicht doch noch kolonialisieren. Mit etwas Glück ist Djibouti noch da. Irre, irre. Okay, na gut, bis das da fertig ist. Ups, warte, 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 warte. Okay, yes! Und wir haben gleich die Zivilisierungsmission und einen nationalen Fokus. Perfekt. Wir können Djibouti. Wir können Djibouti versuchen zu kolonialisieren. Hurra! Wir sind so großartig. Na gut, was forschen wir als nächstes? Wir brauchen plus 100% Forschungspunkte. Das ist zwar sehr langwierig, aber wenn wir das haben, gewinnen wir viele, 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 viele Forschungspunkte und sind mit allem urviel schneller fertig. So, außerdem haben wir einen weiteren nationalen Fokus. In Khorasan braucht man nicht Geistliche fördern. Das heißt, wir werden in Sindh Handwerker fördern. Facharbeiter fördern, so nicht Handwerker. Damit wir mehr kriegen. Okay, ist uns wurscht. So, schauen wir mal. Wie schaut denn das aus? Außer im Punjab habe ich zurzeit eh keine Probleme mit Arbeitern, oder? Nö. Alles in bester Ordnung. So, Luxuskleiderfabrik. Wir wollen eine Luxuskleiderfabrik. Komm schon. So kann man keine Luxuskleiderfabrik bauen. Achso. Weil sie teurer ist, als ich dachte. Ich glaube, jetzt haben wir Schulden gemacht. Ja. Aber nicht viel. Wir wollen der Bank von England nicht schuldig bleiben. So, Russland, wie schaut's aus? Möchtest du ein Bündnis? Sie werden nicht akzeptieren. Aber minus 41 ist schon zumindest irgendwo im Bereich des Denkbaren. Naja, Norddeutscher Bund, die sollten wir auch gut Freund machen. Yay, meine Fabriken werden leistungsfähiger. Das ist gut. Was ist das? Südafrika erklärt sich unabhängig von Großbritannien. Na, schau was an. Aber ich nehme mal an, das ist absichtlich von Großbritannien freigesetzt worden. Ja. Die haben sich nicht irgendwie den Weg freigekämpft. Wahnsinn. Wenn wir in Djibouti sind, könnten wir versuchen, Äthiopien. Äthiopien. Und Ägypten. Der Suezkanal. Wir brauchen unbedingt Schiffe. Hm.
Wir brauchen Transportschiffe, die wir nach Karachi schicken, alle miteinander. So. Ah, sehr gut. Ein Dragoner, du gehst da runter. Und du gehst darauf. Das haben wir vorhin angeschaut. Die brauchen noch genau einen Husaren in dieser Truppe. So, wir sollten mehr Geld für diese Leute ausgeben. Auch mehr Geld für diese Leute ausgeben und etwas mehr Geld für diese Leute ausgeben. Damit wir mehr von all diesen Typen kriegen. Im Vergleich zu Bauern und ähnlichem Gesocks. So, wie schnell haben wir denn das? Bis 1880, das dauert also noch 1,5 Jahre. Na gut, soll sein, aber dann haben wir noch einmal um einiges mehr Pünktchens. Ups. So. Deutscher Bund. Beziehungen verbessern. Euch brauchen wir auch im Kampf gegen Großbritannien, wenn geht. So, was braucht es denn hier noch? Eine Infanterieeinheit, eine Kavallerie, Husaren und einen Pionier da oben. Die brauchen, glaube ich, auch noch einen Pionier, oder? Jop. Ah, okay. Flotten, Flotten. Haben wir so irgendeinen Typen? Ja, Verteidigung ist gut. Wir sind immerhin. Wenn wir mal Flotten haben. Bis 3.10.1878, das geht schneller als ich dachte. Yay, mehr Pluralität, noch mehr Forschungspunkte, 18,5, bist du wahnsinnig, das ist stark gestiegen in den letzten Jahren. Und 20,4 Alphabetisierung, 20,4% Alphabetisierung, wir sind ein echter Wahnsinn. Mhm. Geld haben wir auch mehr als genug. Und das auf 100% geben, damit wir schneller Sachen bauen, wenn wir sie bauen. Warte mal, wenn wir Geld genug haben, dann könnten wir ja vorspawnen. Ah. Und wir haben unsere erste Kolonie. Yay! Wir bauen einen Marinestützpunkt, wir bauen Eisenbahnen und wir bauen ein Fort. Indien hat eine Kolonie in Djibouti. Wir sind so großartig. Yes. Können wir mehr Kolonien bauen? Nö. Ich hab's befürchtet. Das war's. Unsere kolonialen Dings sind zu Ende. Aber nachdem wir ja jetzt Dings machen, könnten wir eigentlich Äthiopien einen Krieg rechtfertigen, Zugeständnisse verlangen. Das sind maximal 5 Punkte. Machen wir doch glatt. Warte mal. Warum tun wir das? Wir sollten uns immer zuerst anschauen, ob die mit irgendjemandem verbündet sind. Nein, sind sie nicht. Perfekt. Mit wem sind sie verbündet? Mit dem Jemen. Passt. Was wollen wir überhaupt erobern? Das da unten? Oromia?
Oder Eritrea. Grundsätzlich bin ich ja für Eritrea, weil Djibouti auch zu Eritrea gehört. Weiß nicht. Ich hoffe, eine Armee reicht im Übrigen. Hier. Jetzt mal da hier. Okay. So, jetzt frage ich mich gerade, ich habe 6 gebaut. Wie viele sind denn das? 3, 6, 9. Das heißt, wir brauchen noch einmal 3. Bürokratie kontra Nepotismus. Auch gut. Handfeuerwaffen können wir jetzt produzieren. Auch nicht schlecht. Ist okay. Gut, dann haben wir gesagt, wir brauchen mehr. Ja, wir brauchen mehr Sozialisten. Da bauen wir schon das Fort. Perfekt. In Karachi bauen wir auch schon ein Fort. Da werden wir jetzt auch ein Fort bauen. Achso. Da bauen wir auch ein Fort rein. Hart durchgreifen. Oder abwarten. Wo ist das in Kaschmir? Hart durchgreifen. Wir sind viel zu weich. Oh, wir brauchen daher irre viel Geld. So ein Fort ist ja sau teuer. So. Deutscher Bund, Beziehungen verbessern. Schön. Achso, na gut. Das war vielleicht doch nicht so klug. Wie schaut das aus? Wieso haben wir noch immer keine neuen Truppenmöglichkeiten? Unsere Steuereffizienz steigt, das freut mich auch. Wir brauchen mehr Soldaten. Könnten Eritrea nehmen und von Eritrea aus Ägypten angreifen. Ich würde ganz gerne den Suezkanal bauen. Sind wir 15 da. Wow, und nur ein Ding ist eine Infamie bekommen. Ausgezeichnet. So, was haben wir da? Offensichtlich einen Krieg. Großer Krieg. Schauen wir mal. Was ist das für ein Krieg? Österreich, Frankreich, Niederlande. Gegen Deutschland, Italien, Dänemark, Spanien. Puh. Das ist eine interessante Sache. Ich würde mal sagen, den gewinnt der Norddeutsche Bund. Aber wer weiß das schon genau? Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Niederlande ist nämlich auch auf deren Seite noch. Na gut, so gut sind die jetzt auch nicht. Außerdem führen die schon irgendeinen Kolonialkrieg. Und der Computer ist echt unfähig, was das. Fünf Schippernackeln haben wir schon. Na dann. Schauen wir doch glatt einmal. Nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5. Die bringen wir mal als erstes rüber. So, wie schaut das aus?
Gut, wir bauen weiter aus. Das ist eine richtige Cash-Cow, diese Fabriken. Ah, auf nach Djibouti. Hallo? Okay. Ach so, verstehe. So, wir dürfen nicht versäumen, ihnen wirklich den Krieg zu erklären dann. Vielleicht kriegen die eh gleich mal einen eigenen Anführer. Vielleicht einen mit einer relativ guten Verteidigung. Angriff. Ah, Angriff um 52% Moral dazu. Das ist spitze. So, was wollen wir denn erobern? Eritrea. Oder Oromia. Machen wir Eritrea. Ich glaube, das ist das bessere Gebiet. So, schauen wir mal, was passiert. Ah, Assab ist gut. Dann können wir uns erhalten. Ist okay. So, haben wir da schon irgendwas? Ist da irgendwer, der uns entgegenkommt? Schaut nicht so aus. Passt. Oh, 22.000 Mann. Puh. Schon recht viele. Aber die gehen nochmal nach Djibouti. Das ist okay, dort können sie hingehen. Dort stören sie mich nicht. Dort stören sie mich nicht. Gut, da gehen wir wieder runter. Was bleibt da, wenn geht? Wow, 36.000 Mann, das sind viele. War gar nicht so sicher. Ich hoffe, das geht sich aus mit meinen Truppen. Vielleicht hätte ich doch warten sollen, bis ich mit den Leuten da gewesen wäre. Na, werden wir dann gleich sehen. Ob wir jetzt gleich mal alles verlieren. Es kommt davon, wenn man zu ungeduldig ist. Komm, gib Gas, Schiff. Ich geb schon zu. Italien will durch. Ah, was, wir wollen möglichst gut Freund sein mit allen. So, schauen wir mal. Wo sind die jetzt hingegangen?
Da kann man irgendwie rüber gehen, aber ich weiß nicht von wo nach wo. Okay. Jetzt haben wir mal einen Brückenkopf. So. Gehen wir mal mit denen hierher. Und mit denen gehen wir mal daher. Mal schauen, ob wir sie da reinlocken können. Nach Afsa. Das wäre irgendwie nett. Wann kommst du an? Am 23. Gut, ihr hinten nach. Feig, komm rein. Ich überlege gerade, ob ich doch noch eine Armee rüberbringen soll. Die kleinere von den beiden. Euch. Nach Karachi. Um ihn reinkommen lassen und dann. Und rein mit uns. Und für sich müssten wir diese Schlacht schon gewinnen. Es ist im Gebirge. Wir haben die Waffen. Ah, rechtliche Mittel, wir wollen keine Lehrer töten. Lehrer töten ist ganz schlecht. Sehr gut, sehr gut. So, die größere Truppe hinten nach, Debre Tabor. Und dann haben wir den Krieg schon gewonnen. Brauchen wir nur noch alles belagern. Ist der große Krieg jetzt vorbei? Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Kurze Pause. Vielleicht nächste oder übernächste Woche. Ich rufe die Siege noch an, deswegen. So, eines der kleinen Kinder wollte was von mir. So, die sind mal los. Ah, da haben wir noch 14.000 Jemeniten. Die machen wir mit denen fertig, die da jetzt nachkommen. Oder? Ja. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Sollen wir direkt da reinfahren? Ich glaube, das gibt dann einen Nachteil, aber andererseits, was soll's? Ich glaube, wir sollten stark genug sein. Gonda sollten wir dann auf jeden Fall erobern. Tja, Brunei war auch mal ein freies Land, irgendwann, vor langer Zeit. So, wir sind 16.
Schauen wir mal. Ihr geht einmal daher und holt euch Djibouti zurück. Damit wir dort gescheit ausbauen können. Mal schauen. Der Jemen, können wir den aus dem Krieg raus? Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Na dann halt nicht. Wunsch nach politischen Reformen steigt. Auch nicht schlecht. Gefällt mir an und für sich. Wir wollen ja politische Reformen. Wir haben ja gesagt, wir wollen, wenn möglich, freie Presse haben. Das erhöht unsere Alphabetisierungsrate. Das ist an und für sich ziemlich nett. Für so ein lächerliches Land wie uns. Die Bretabor, gib Gas. Aber wir sind so langsam, das ist unfassbar. Ich überlege gerade, ob ich alle Armeen gleich da stehen lasse und gleich als nächstes dann was? Ja, okay. Die wollen gegen Nejd Krieg führen, ist okay. So, wir wollen Massawa erobern. Du gehst daher. Du gehst daher. Ist okay. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Herrschaften. Wenn wir Gondar und diese zwei Regionen, also Akkadat und Asmara, haben, sollten wir eigentlich in der Lage sein, Eritrea von ihnen zu verlangen. Dann werden wir als nächstes versuchen, uns den Suezkanal einzuverleiben. Okay. Also okay, da hat er, glaube ich, eine Truppe ausgebaut. Passt. Schon wieder zu viele Arbeit, das gibt's ja wohl nicht. Wir bauen eh wie die Wilden. Ah, diese Fabrik läuft nicht so gut. Schade, schade. Westafghanistan, warte mal. Was hat denn Westafghanistan, außer einer Betonfabrik? Mal überlegen, was wir in Westafghanistan bauen. Westafghanistan ist das da, oder? Ja. Getreide. Wir könnten Schnaps oder noch mehr Kleidung. Na, Schnaps. Schnaps ist gut. Ich glaube, das habe ich noch nirgends. Das heißt, wir brauchen dort auch eine Glashütte und wir brauchen dort auch eine Schnapsbrennerei. Passt. Hey, analytische Philosophie. Das ist ausgezeichnet. Wow, 100% Forschungspunkte dazu und auf 23,8. Wow, das können wir auch schon machen. Das wäre ja unglaublich genial, wenn wir das auch hätten. Prestigegewinn 20, wenn wir das schaffen. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen. Mal abgesehen davon, dass es wieder einen Haufen Forschungspunkte bringt. Die Kriege, die wir zurzeit führen, führen wir sowieso nur gegen Länder, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. So, dann wollten wir schauen, gibt es da sonst irgendjemanden, der kurz davor ist? Da. Dann bauen wir da noch eine Winzerei rein. Na, die sind alle vollkommen unterversorgt mit Leuten. Hey, das ist ja lustig, das sind 2000 Mann.
Gut, Herrschaften, ich glaube, eine halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir werden an dieser Stelle Schluss machen. Das nächste Mal werden wir sehen, ob wir in der Lage waren, Äthiopien niederzuringen. Also, naja, okay. Vergesst die Frage. Also, wenn wir das nicht schaffen, dann sollten wir echt nicht weiter versuchen, Indien zu gründen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.